So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play This War of Mine. Wieder mit mir, dem Manuel. Wir sind stehen geblieben letztes Mal bei Tag 9. Und da werden wir heute jetzt auch weitermachen. Wir wurden geplündert. Gestohlen wurde nichts. Sie müssen Ängste gewesen sein. Gut. Niemandem ist was passiert. Hier schläft noch eine, leicht verletzt, zufrieden. Du gehst schlafen, bist müde. Pavle, Tag 9, meine Geschichte. All diese Bomben, Scharfschützen und den Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur verstecken, hinsetzen und weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie uns unsere Würde nicht wegnehmen können. Es ist schwieriger hier. Es ist schwierig hier, aber wisst ihr, wie wir es in unserer Straße geschafft haben? Das haben wir letztes Mal schon mal gelesen. Ja, renn. Essen. Ja, das Essen wurde gerade geschnappt. Mach mal Wasser. Und du kannst dann nachher diese Köder wieder auslegen. So. Ja, wir müssen halt das Fleisch jetzt hinlegen. Wir haben ja noch 4 Essen. Mal schauen, ob wir dann gleich irgendwie was Essbares finden. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal noch machen wollten. Wir haben zu wenig Materialien. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Ein Beil bräuchten wir. Oh! Geh mal gucken. Weil mit einem Beil kann man hier Möbel zerschlagen, die man nicht braucht. Das ist ein Händler. Super. Du hättest Essen, aber das ist sehr, sehr teuer. Wir nehmen Baumaterialien. Schnaps habe ich. Nein, ich will kein Buch. Ich will das. Reicht nicht mehr. Okay. Warte mal. Das brauchen wir auch noch. Willst du das? Großzügig. Okay. Dann gib her. Gut. Ich glaube, das würde erstmal so reichen. Handeln. Und jetzt, Amigo, geh du mal gucken, was wir bauen können. Vielleicht, ich lasse ihn jetzt noch da. Vielleicht brauchen wir noch. Davon haben wir schon eins. Dann geh da mal gucken. Haben wir. Destillateur. Damit könnten wir Schnaps machen. Schon mal gut. Ofen haben wir. Radio haben wir keins. Der Ofen. Wie viel kostet es, um den zu upgraden? Wir haben Tag 9. Es könnte bald Winter werden. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Vom Telefon. Aber egal. Ja gut, dann brauchen wir ihn hier eigentlich nicht mehr. Dann geh mal einen Destillateur bauen. Unsere Sachen. Ja, Wasser haben wir. Genug. Destillateur, weil damit können wir Schnaps oder Alkohol herstellen halt. Womit wir dann handeln können. Den stellen wir direkt neben das Wasserding. Sie ist leicht verletzt. Und er ist ausgeschlafen. Du bist müde. Dann leg dich mal hin. Haben wir nicht noch ein Bett? Hatten wir letztes Mal nicht ein drittes Bett gebaut? Oder habe ich mich, oder täusche ich mich? Wir brauchen etwas zu essen. Ja, ich kann leider nicht zaubern. Ich sag den Ratten, sie sollen essen. Mein Magen knurrt. Ja, sie haben alle Hunger, aber
Uns geht es momentan nicht so super dufte. Deshalb werden sie jetzt erstmal noch ein bisschen hungern müssen. Werden es wohl alle überleben. Nachher könnten wir eigentlich nicht mehr allzu viel machen, ne? Ja, gut. Ich wollte mich übrigens noch bedanken, dass ihr das Projekt so übelst feiert. Wirklich, wirklich toll, diese Unterstützung von euch. Ja, möchte mich einmal für bedanken, dass ihr das auch so begrüßt. Genau, ihr könnt mir auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben für das nächste Projekt schon. Das hier wird zwar noch eine Weile dauern, aber ihr könnt mir trotzdem ja schon mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr denn euch wünscht. Als nächstes Projekt oder auch als zweites Projekt. Vielleicht mache ich noch ein zweites Projekt, das weiß ich noch nicht. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Irgendwas, was, irgendein Spiel, was euch gleich einfällt. Was ich vielleicht auch nicht habe, was ich mir dann auch holen würde. Es sollte einfach für einen PC sein, weil ich kann Xbox und PS3 nicht aufnehmen. Weil ich habe jetzt eine Xbox One, da würde ich gerne Forza aufnehmen, aber geht nicht, weil ich keine Karte habe. Jo, ja, eigentlich Tag beenden. Ne, Katja ist verletzt, die geht sicher nicht plündern, sie schläft im Bett. Bruno schläft auch und Roman geht Wache stehen. So, da gehen wir nicht mehr hin, da haben wir schon viel Gefahr. Ja, Militärschutz und Gefahr, das ist logisch. Menge Leben, Menge Teile. Wo waren wir letztes Mal, als ich mich so angeschissen habe, wo wir direkt wieder rausgerannt waren? Das war, glaube ich, hier. Kann das sein? Oder das Ding ist weg. Ist auch möglich. Ich glaube, wir gehen in das ruhige Haus. Und dann müssen wir mal in die Kirche. Nicht um zu beten, sondern um Teile zu holen. Ja, gehen wir. Wir nehmen sicherheitshalber das hier mit. Close the gates. Oh, super. Wenn das vorbei ist, kaufe ich mir so ein Haus. Ja, super. Ich glaube, das haben alle von uns geplant. Nichts. Wieso ist da denn so ein Symbol? Holz, das können wir immer gebrauchen. Jetzt gucken wir mal. Da sind zwei Herrschaften. Ist da eine Tür zwischen? Wie bin ich hier reingekommen? Durch die Türe. Ah, das heißt, wir bestehlen die. Gut, das sind, glaube ich, alte Leute. Ich weiß nicht, ob die uns was tun können. Aber trotzdem. Ich habe nicht so mega Lust, die Leute hier auszurauben. Die müssen ja auch leben. Andererseits müssen wir überleben. Wir nehmen nur das Nötigste. Okay, das brauchen wir nicht. Das haben wir. Ja, ich lasse euch was übrig. Keine Sorge, aber ich brauche Materialien. Nein, ich will dich nicht töten. Ich brauche Baumaterialien.
Ich nehme gar nichts. Ich habe nichts genommen. Das nehme ich. Ja, ich nehme dir das Essen nicht. Ich habe genug. Also ja, genug Essen ist übertrieben, aber ich habe Essen. Ich brauche Baumaterialien. Das habe ich nicht. Auch deine Medikamente deiner Frau will ich nicht. Das ist der Kühlschrank, war wahrscheinlich nur Futter drin. Ja, das brauche ich nicht. Hier draußen. Oder was herbekommen? Ja, Alter, babbel mich jetzt nicht voll. Halt mal das. Halt mal die Schnauze. Immerhin steht das hier nun. Die quatschen nicht wirklich. Das würde einem ja tierisch auf den Wecker gehen. Ich will die nämlich nicht bestehlen. Ich will kein. Also, bestehlen tue ich sie jetzt zwar, aber ich will denen das Essen nicht wegnehmen. Die haben. Essen, die brauchen das auch. Ich will denen das Essen nicht wegnehmen, weil wir haben da momentan keinen Notnamen. Ich muss jetzt die Tür wirklich aufmachen. Aber ich brauche Baumaterialien. Ich kann es nicht ändern. Was ich da tue, die Türe auf. Ich hoffe, er holt. Was macht er jetzt? Banditen? Was? Wo? Die Uhr im Auge behalten. Ihr habt nicht wirklich etwas, was mir nützt, ne? Die haben nicht wirklich was. Das, was wir brauchen... nein. Nehmt das wieder auf. Nehmt das gefälligst wieder auf. Nehmen. Das gehört niemandem, das kann ich ohne Tracht. Oh, das brauche ich. Das brauche ich auch. So. Schock ist vorbei. Ich bin weg. Tüdelü. Wir haben ihn die Medikamente und so gelassen. Wir haben nur Baumaterial genommen, weil wir das halt brauchen. Unbedingt. Tag 10. Hallo, ich... Gut. So, Fisch, sie sind nicht deprimiert, weil wir das von den älteren Herrschaften genommen haben. Nein, sie ist nicht mehr zufrieden, aber ist mir wurscht. Traurig. Wieso bist du traurig, mein Freund? Auf jeden Fall sind sie alle hungrig. Sehr hungrig. Dann geh du mal was essen und du hol das Fleisch. Und du hol den Schnaps. Du kannst dann dich hinlegen. Dann kannst du dir auch was zu futtern holen. Und du ebenfalls. Und Katja darf auch dann mal wieder aufstehen. Fleisch da rein. So, du bist Wache gestanden, ne? Dann geh pennen. Braucht so einen Filter. Brennmaterial. Herstellen. Madame. Geh erstmal dahin, bitte. Einen zweiten von dem würde Sinn machen. Wobei, wir haben momentan genug Wasser.
Geh mal dahin. Und bau dir so ein. Hä? Falsch? Ja. Du geh mal das Fleisch kochen. Ich habe Hunger. Ja, kann ich nicht ändern. Soll ich noch ein drittes Bett bauen? Ich glaube, ich baue noch ein drittes Bett. Wenn ich das Richtige erwische. Drittes Bett bauen. Hat das. Ja, super. Dann können alle hier im Keller schlafen. So, mach mal den da hin. Haben einen Alkohol. Wir könnten das natürlich auch den Leuten hier zu trinken geben. Nur dann sind sie besoffen. Und ja. Dann sind sie halt besoffen. Ne? Dann können sie nichts mehr machen. Und das brauche ich nicht. Deshalb benutze ich den Alkohol zum Handeln. Und nicht um die Leute hier zu besaufen. So, dann leg dich mal wieder hin. Der Pavlo ist jetzt nämlich wieder fit. Was machen wir? Was wollen wir machen? Geh mal raus, Pablo. Und du setz dich mal. Deine Zigarette würde es besser gehen. Ja. Pff. Das kleine Baumhaus. Nichts Besseres als auszuschlafen. Ja, da hast du recht. Eigentlich viel machen können wir jetzt nicht mehr. Wir warten jetzt noch schnell, bis hier die fertig sind. Das Wasser, dann, ich glaube, wir haben zwei Schwämme oder zwei Filter hier hergestellt. Dann, ich glaube, wir werden mit Roman dieses Mal plündern gehen, weil ich will in die Kirche. Und dort steht Gefahr. Und er ist kampferprobt, er kann ein bisschen austeilen. Deshalb, ja, ich denke, er kann ein bisschen härtere Schläge verteilen und so ein bisschen effektiver kämpfen. Mach nochmal das hier so bereit und dann werden wir den Tag beenden. Pavle wird dieses Mal Nachtwache stehen. Die anderen beiden können pennen. Katja sowieso, die ist verletzt immer noch. Tag beenden. Kann wegen Kämpfen nicht dorthin gelangen. Wieso will Katja immer plündern gehen? Die Frau soll sich ausruhen, Mann. Ha. Eine Menge Waffen. Eine Menge Lebensmittel. Wir werden trotzdem mit Pavle gehen. Und zwar in die bombardierte Schule wieder. Ich glaube, wir brauchen nichts. Ah, Mist, das ist jetzt doof, dass wir da nicht in die Kirche können. Ich will nicht beten, aber... Bis da oben sind ja Ratten, ne? Ne.
Hallo. Grüß Gott. Hat hier? Na gut, nehmen wir, können wir mit handeln. Nix. Hi. Was, das würde mich jetzt noch wundern nehmen. Was machst du eigentlich, wenn ich da hingehe? Schlägst du mich dann? Haben wir hier alle schon gelootet? Alles ist hier hinter solchen Stangen. Es ist Mist. Scheiße. Ja, da ist jemand. Ich war schon ein paar Mal da, Mann. Ich hätte das Brecheisen mitnehmen können, hätte ich die Tür vielleicht aufgebracht.